Ich würde sagen, Leute, wir gucken mal ganz kurz hier rein. Schauen wir mal ganz kurz, was die Real Life Guys gemacht haben, Alter. Was geht ab, Alter? Geht schon geil los. Jetzt endlich mal wieder ein Baumhaus-Video für euch. Und zwar hatten wir hier jetzt öfter drin übernachtet und hat es immer ein Badezimmer gefehlt. Perfekt, habt ihr immer vor dem Balkon geschissen? Genau, wir machen jetzt einfach aus dem Fenster hier eine Tür und bauen da draußen ein Badezimmer an. Lull. Digga, ich wünschte, ich wäre so skilled, Mann. Ich wünschte, ich wäre so skilled. Die sagen einfach so, mir fehlt ein Badezimmer. Ich baue einfach eins selber. Digga, wenn mir ein Badezimmer fehlen würde, gibt's nur eine Lösung. Ich dusche nicht mehr. So krank, Mann. Es wär mir schon viel zu dumm, das alles, was ich gebaut hätte, wieder wegzumachen, Alter. Das wäre mir schon viel zu dumm, Mann. Rein mit der Kettensäge, Junge. Junge, Junge, Junge. Schön hier. So krass. Die sägen einfach ein Loch in ihre Wand und bauen da jetzt noch was Neues dran. Ich finde das so crazy, Mann. Das ist so heftig. Killer Squad, Let's Play Games. Nico, Dankeschön für eure Subs. Ausrufezeichen Prime. Ihr seid dabei. Nice, ja, genau. So. Voll schön, ja. Oh mein Gott, wie schön. Für das Grundgerüst, diese richtig dicken Balken hier, Alter. Die sind dann auch von der Achterbahn vom Hornbach, die können wir super recyceln. Dicke Balken, Junge. Allein dieses Baumhaus, wie das aussieht, ne? Ich hätte so Angst, wenn ich sowas bauen würde, dass ich A, entweder dann bei lebendigem Leib verbrenne oder B, das ganze Ding einfach zusammenstürzt. Ich bin so handwerklich unbegabt. Goddamn, es nervt mich seit Tag 1, Alter. Irgendwann, Leute, irgendwann baue ich mal mehr als einen Ikea-Schrank. Das verspreche ich euch. Der Balken muss ja jetzt von unten da irgendwie dran. Das ist ein Vibe-Dealer, Bro. Kuss. Unter welchen Bedingungen die da auch arbeiten, Alter? Arbeitssicherheit? Mhm. Wir machen jetzt einen Sicherheitstest. Okay, er biegt sich ein bisschen, aber ich denke, es passt. Perfekt. Von den Jungs würde ich mir gerne das Haus bauen lassen. Ah, da kommen jetzt nochmal Winkel dran. Ah, das passt schon, Alter. Phantom und Maxi, danke schön für eure Subs. Lee Honti, danke schön für eure Subs, Alter. Prime, Alter. So krank einfach. Ich bin so hin und weg, Mann. Ich komm darauf nicht klar. Ich hab so einen kranken Respekt vor denen, Mann. Wirklich. So insane, Alter. So insane. Morgen dein Ark. Du nennst es, mein Bruder. Morgen wird Ark gespielt und Borderlands. In unser Baumhaus muss natürlich noch eine Badewanne. Wir haben jetzt hier diese alte Sitzbadewanne aus dem Anhänger von unserem Vierradtandem. Den brauchen wir nicht mehr unbedingt. Von daher würde ich sagen, machen wir die da raus und schaffen die da mal hoch. Perfekt. Ich habe auch immer eine Badewanne rumfliegen, Bro. Wir wollen aus der Badewanne hier jetzt so eine Art Infinity Pool bauen. Chat, jetzt eine ganz unangenehme Frage. Die haben ja dieses Baumhaus gebaut, ne? Glaubt ihr, dass in dem Baumhaus viel gefescht wird? Also glaubt ihr, das ist ein Feschhaus gleichzeitig auch? Ist es so ein Hochsitz, nur... Was sagt ihr? Perfekt, dann sehen wir uns da auf jeden Fall an der Stelle einig. Wo das Wasser wirklich bis zum Rand geht und unten eine Glasscheibe ist, die ist ja eh nicht mehr so ganz schön. Deswegen sägen wir jetzt einfach mal hier die ganze Seite raus. Ey, Mann, die bauen einfach noch eine eigene Badewanne. Alter Schwede.
Jungs, Mann. Ihr seid zu krass, ihr seid zu krass. Ihr seid zu krass. Ey, für jeden normalen Menschen, der wahrscheinlich mit Handwerk was zu tun hat, sagt er, das ist doch ein leichtes. Aber für mich, dämliches Kind, für mich ist das heftig. Hier außen kommen jetzt so große, getönte Glasscheiben rein. Da versetzen wir den Balken nochmal, damit man dann hier wirklich so eine richtig freie Sicht raus hat. Ist auch so krass, die haben ja gar nicht in den Baum rein gebohrt, sondern alles mit so Seilzügen gemacht, damit der Baum nicht beschadet ist, oder? Wir messen jetzt mal aus, ob wir hier runterspringen können in den Teich, beziehungsweise wie stark wir den noch ausgraben müssen. Lol, no way. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir hier so ein Sprungbrett hinmachen sollen. Bro, das sind 10 Meter, Alter. Komm mal klar, Digga. Werd mal nicht wahnsinnig, Mann. Dass wir da runterspringen können. Also wir müssen ihn dann ein bisschen ausbaggern. Aber ich denke, es wäre eigentlich eine ganz coole Sache. Auf jeden Fall wäre das krank, aber... Die planen halt jetzt schon perspektivisch für die krasse Sommerparty. Ich weiß jetzt schon wieder, ich bin nicht eingeladen. Insane. Einfach nur insane, Mann. Malaka, verstehst? Wer ist die alte Frau, die da steht? Entschuldigung, aber was machen Sie auf meinem Grundstück? Klassiker Seraki, Tim Kröber und Goa. Kuss, danke, Ausrufezeichen Prime weiterhin. So krass, Mann, wie das auch so einen design-ästhetischen Ansatz hat. Mit so Plexiglas, was halt schwarz gefärbt ist und zu wild. Zu wild einfach, zu wild, die Jungs. Zu wild. Ey, die sagen einfach, mir fehlt ein Zimmer. Ich baue es mir einfach. Das finde ich krass. So Blumenklos haben wir oft so ein Herzfenster drin. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir wollen hier später noch ein Klo hinbauen. Deswegen haben wir gedacht, machen wir jetzt hier in diese Wand auch so ein Herzfenster rein. Ja, sind die dumm? Die haben nur eine Badewanne, wo man reinkacken kann. So dumm, Alter. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, was wir noch machen sollen, schreibt es mir in die Kommentare. Adi, Alter! Adi, Junge, was machst du denn hier, ey? Adi, küss dich. Adi ist sogar noch Mod bei mir. Ich küss dich, mein teuerster. Ah, schön, dass du hier bist, Alter. Wir machen jetzt raus. Dieses Dach drauf, damit danke dir, Bro. Nicht mehr ganz so nass Kuss. Geregnet werden. Neuer Track von Reportagen gönnen wir es auch noch rein, ja, Mann. Ey, ich würde so gerne in so einem Baumhaus einfach wohnen. In meine Badewanne kacken, Alter. Gebt mir so ein Haus, bisschen Wärmedämmung im Winter, dann noch dazu 100.000er Synchronleitung up and down. Ich bin raus, mehr brauche ich nicht. Geh unten am Pool, mache ich Gym. Bin fertig. So, hier bauen wir jetzt eine Tür rein, weil wir eventuell später hier runterspringen wollen. Das sind so 7 Meter, also es bietet sich eigentlich schon an, hier einen Sprungturm hinzumachen. 7 Meter, Alter! Er ist schon krass hoch halt, ne?
Was so eine Stichsäge alles kann, wa? Ja, wir bauen jetzt einfach mal hier eine Tür selber. Wir schrauben das jetzt erstmal zu, das können wir dann im Sommer oder so, wenn wir den Sprungturm bauen, nochmal richtig zu einer Tür machen. Einfach nur insane, aber sie haben keine Wärmedämmung drin, glaube ich, ne? Oder? Und kommt da nicht überall Wasser durch oder bin ich jetzt da, also schimmelt das nicht oder? Na komm, es geht mal ein bisschen weiter hier zum Ende. Ich will einfach mal sehen, wie es am Ende aussieht. Okay, kommt auf jeden Fall Lasur drauf. Das schützt das Holz auf jeden Fall so ein bisschen. Ja, einfach nur krank. Einfach nur krank. Die haben da Fliesen gelegt, Leute. Ey, sag mal. Ah ne, ist so eine Folie. Trotzdem krass. Das Badezimmer ist jetzt schon fast ganz fertig. Ich finde es richtig schön geworden. Wir machen jetzt hier natürlich noch eine Toilette hin. Und dann muss noch eine Pumpe hin oder so. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal eine Runde baden. Diese anderen Bauern, Alter, die ihre Badewanne mit so einem Mixer fertig machen, wie heißt das, Betonmischer-Ding. Ihr wisst, was ich meine. Scheint aber dicht zu halten, ne? Was nach draußen, nach unten. Ich glaube, das ist Waterboarding, das ist verboten. Meine, du hast abgesprochen! Julius, was denn jetzt? Uns haben ja echt viele von euch gefragt, ob es da wieder diesen Baumhaus-Hoodie gibt. Und auch in Farbe, wenn der Shop ja, jetzt Mann. Wieder öffnet, gibt's sie das. Koppt euch auf jeden Fall den Merch, Leute. Brüder, macht weiter so, Mann. Ehrenbrüder einfach. Krank, was die so reißen, Alter. So